von da unten aus. Und, oh mein Gott, es fließt Wasser. Wasser, Wasser, was ist Wasser? Aber das finde ich schön gemacht, muss ich sagen. So ein schönes, klares Wasser, was auch auf faszinierende Art und Weise... Halt, stopp. Zurück. Hier ist eine Truhe. Hey. Geht doch. Open up. Okay. Asche sagt. Asche sagt mir, ich muss hier lang. Ah, okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich jetzt da unten rein muss? Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier lang muss. So rein instinktiv und kartentechnisch. Aber egal. Geht zuerst mal hier längs, weil wegen deshalb. Ich kann nicht. Schrecklicher Hammer des Frosts. Interessanter Name. Das kann ich noch nicht benutzen. Okay. Lol. Damit Tod nicht so tief ins Wasser fällt, lande ich natürlich erstmal zwischendurch irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht hätte landen sollen, müssen, dürfen, können. Wie auch. Na, Mensch. So, da wir schon wieder was eingesammelt haben, hoffe ich mal, dass ich jetzt den Hammer endlich, die Axt endlich wieder aufbessern kann. Oh, schon alleine mit der Sense kann ich sie verbessern. Verteidigung, kritischer Schaden, Kraft oder Widerstand noch dazu. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal die Kraft dazu. Oh. Alleine schon mal so einen übelsten... Alter Schwede. Oh ja, Frostschaden nehme ich noch dazu. So, damit wäre unsere Axt auf maximalem Level. Und das jetzt schon. Die kleinen Viecher interessieren mich nicht. Ich will wissen, was da oben für ein Viech war. Genau das Viech interessiert mich. Was ist das? Ah, das ist ein wilder Pirsch. Der allerdings auch schon nach 4 Schlägen mit unserer Axt besiegt ist. Worüber ich mir vielleicht Gedanken machen sollte. Also ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen overpowered sind. Aber auch nur ein kleines bisschen. Von da kommt... Na gut, von da komme ich gerade. Egal, machen wir hier noch die Vasen kaputt.
Bisschen Klingel kann man immer brauchen. Den Heiltrank kann ich eh nicht aufnehmen, weil ich sowieso voll live habe. Kann ich ihn auch nicht benutzen und naja. Gucken wir mal weiter. Gut, da brauchen wir wieder einen Skelettschlüssel. Und hier unten kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen darüber, wo Asche uns hin haben will. Also dahin. Wo auch immer ich hier bin. Aber das sei jetzt erstmal egal. Ich meine, ich habe jetzt eine voll gestärkte besessene Waffe. Und auch... na, sag schon. Eine gute Rüstung und ein relativ gutes Waffenset meines Erachtens nach. Rüstungsset meine ich. Und da bin ich eigentlich ganz gut dabei momentan. Ach, hier geht's hoch. Sagt mir das doch einer. Irgendwann bringe ich Tod nochmal um. Ab hinter da. Ich will die Tür aufschließen. So, Tür ist offen. Och, wieso kann der nicht über so eine kleine Kante, über so eine kleine Ecke hüpfen? Ich meine, was soll denn das? Das ist doch totaler Schwachsinn. Geht endlich kaputt, geht doch. So, hier ist Asche und hier ist Gebiet. Ah, okay. Ah ja, interessant und vor allem simpel. Aber erstmal in die andere Richtung gehen. Weil ich will ja alles irgendwie erkunden. Die Truhe liegt hier hinten drin. Sonst hätte ich mich wohl oder übel die Wand hoch gemusst. Aber ich habe das Gefühl, dass ich sowieso die Wand hier hochklettern muss. Okay, also ich glaube, hochgemusst hätte ich jetzt hier nicht. Aber für die Truhe musste ich hier hoch. Interessant. Und das bringt mir noch nicht mal wirklich was. Weil mein Outfit sowieso schon stärker ist als das. Aber egal. Also ich meine, mein Outfit wird auch eine Weile lang stärker bleiben. Wenn ich sogar das ganze Spiel über... Die nehmen wir gleich mal auf. Die brauchen wir dann nämlich auch nochmal. Weil ich nämlich erstmal hier unten die Kugel holen muss. Rollen. Ich will sie rollen. I want to roll it, roll it, roll it. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon passend gerollt ist, aber ich glaube es nicht. Aber ich wollte mir auch erstmal das Zeug hier holen. Unmöglich. Oh, willst du mich verarschen? Liegt das Ding doch echt auf der Kante? Fall da rein. So, jetzt fällt das Ding nicht runter.
Aber wenn ich auf die Höhe hochklettern hätte können, hätte ich die Kugel nicht gebraucht. Deswegen müssen wir uns das gleiche zunutze machen wie vorhin. Also das gleiche Spielprinzip. Nämlich das hier. Peng! Und drauf. Und schon sind wir oben. Och. Und ein weiterer Gang. Oh Gott. Jetzt muss ich mich beeilen, dass ich dahinter komme. Sonst werden die kleinen Viecher unerträglich. Alter. Ich meine, die wollen mich doch echt verarschen. So OP, wie ich jetzt eigentlich bin. Dabei bin ich noch nicht mal überlevelt. Ich habe einfach nur die übelste, epischste Ausrüstung, die man momentan haben kann. Weil ich meine, ich werde gehittet, land selber 2-3 Treffer und bin dann wieder voll live. Also ich meine, das Balancing... Spelling-Sing hätten sie ausbauen, wäre echt noch ein bisschen ausbaufähig gewesen. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz okay. Bin halt nur schon ein kleines bisschen zu stark jetzt am Anfang. Ah, okay. Oh, bloß nicht darunter. Lege ich den Schalter halt nochmal um.